Dandayatika Asana ist laut Garote in der Encyclopedia of Traditional Asana ein Asana, das erwähnt wird im Hemachandra Yoga Shastra. Dort wird es erwähnt, aber nicht genauer beschrieben. Danda heißt Stock, Ayatika heißt Rohr oder Wasserrohr. So könnte man Dandayatika Asana nennen als die Schilfrohrstellung oder die Schilfstockstellung. Was damit genau gemeint ist, ist nicht ganz bekannt. Wir könnten aber schließen, dass es etwas sein muss, was senkrecht ist und gerade. Und so könnte man die Stellung mit gestreckten Beinen und gehobenen Armen als Dandayatika Asana bezeichnen. Also Beine ausgestreckt, Arme oben. Das ist in jedem Fall eine Variation von Dandasana. Und man könnte sagen, diese Variation von Dandasana ist Dandayatika Asana.